Pünktlich um 10 Uhr kamen am vergangenen Samstag die ersten Besucher nach Wackersdorf zu Süskron. Die Kronas Tochter hatte zum Tag der offenen Tür geladen. Sie wollte zeigen, wie in ihren neuen Räumlichkeiten an den Themen Digitalisierung und Intralogistik gearbeitet wird. Wir sind ein junges Unternehmen, ganz klar Teil der Kronas, aber wir beschäftigen uns halt mit anderen Themen. Dafür haben wir hier eine andere Art von Räumlichkeiten geschaffen. Und deswegen auch mal für die Familie, eigentlich für die ganze Welt mal zeigen, okay, was machen wir und wie machen wir es und wie wollen wir hier gemeinsam unsere Zukunft gestalten. Wir stellen halt alle Abteilungen ein bisschen vor, in so kleine Ecken, ganz interessant. Ich hoffe, dass es nicht zu detailliert ist für die Leute, die jetzt nicht so mit der Softwarebranche vertraut sind, sage ich mal, aber ich glaube, für jeden ist ein bisschen was dabei. Die trotz des schönen Wetters zahlreichen Besucher wurden mit interessanten Vorführungen der Syskron-Mitarbeiter belohnt. Genauso spannend die Innenraumgestaltung des umgebauten Standorts. Ich bin einfach hier, weil ich mir das mal anschauen wollte, weil ich gehört habe, es ist ein recht junges und innovatives Unternehmen und bin auf jeden Fall auch überzeugt jetzt. Sehr, sehr schön. Die Mitarbeiter können sich mit dem neuen Raumkonzept so richtig wohlfühlen und wissen seine Vorteile für ihre Arbeit zu schätzen. Es ist keine Punika-Oase, wir müssen ja etwas leisten. Im Softwarebereich, Softwareentwicklung, in die Projekte, auch in Beratung und Plan-Digitalisation, wir brauchen Kreativität und wir brauchen eine ganze Menge Entscheidungen, die getroffen werden müssen, um unsere Ideen und unsere Produkte weiterzuentwickeln. Deswegen ist es wichtig, dass man sich überall eigentlich treffen kann, schnell treffen kann, wo jeder einen Platz finden kann, wo er arbeiten kann, wo man gemeinsam Platz findet, wo man diskutieren kann, Ideen weiterentwickeln kann. Das ist extrem wichtig, extrem wichtig. Bei Syskron in Wackersdorf gibt es nun auch genügend Platz für neue Mitarbeiter. Kronas hat da viel investiert, dass man das auch entsprechend vorzeigbar macht und es ist wirklich angenehm hier zu arbeiten. Doch fördert die Kreativität, würde ich mal sagen.